Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe heute wieder ein paar Videos vorbereitet. Und wir fangen heute aber erstmal an mit unserem Adventskalender-Türchen wieder. Bevor es gleich etwas später wird, wird das dann wie immer zuerst hochgeladen. Ihr seht es ja. Und was es Neues gibt, eben ganz kurz, ich war beim Friseur. Ich habe auf Instagram und Facebook Bilder gepostet. Einmal als Zwischenbild, wie ich da im Friseur saß. Und einmal das komplette Ergebnis. Ich weiß es nur nicht, ob man das hier so ein bisschen sieht. Ich habe mir nämlich hier so rot-violette, ja so... Mit einem kleinen bisschen Violettstich habe ich mir die ja, Haare gefärbt, beziehungsweise habe mir Strähnen reingesetzt, ganz, ganz fein. Ich gehe mal einmal ganz kurz eben rein, damit ihr das ein bisschen seht. Also hier seht ihr das so ein bisschen. Aber ich glaube, ihr habt bestimmt auch ja, ein Foto gesehen. Es soll so ein Rot sein, wie ungefähr hier mein Oberteil. Und ja, das wollte ich euch nur mal eben zeigen. Hab sie auch geglättet und Gott sei Dank sind die noch so einigermaßen glatt. Und ja, das ist das Neueste von heute. Wollte ich euch nur mal eben schnell zeigen, bevor ich es vergesse. Und jetzt werde ich mit euch zusammen natürlich das Adventskalender öffnen. Denn wir wollen keine Zeit verlieren, denn es liegt noch einiges vor mir. Und ja, fangen wir an. Und zwar haben wir heute den 21. Dezember. Moment. So, ich muss mal eben kurz mein Hörgerät ein bisschen anders machen. Moment. Moment eben. Ja, jetzt geht's wieder. Also, den 21. Dezember. Und das ist hier so ein ganz, ganz langes Türchen. Hier oben. Und das machen wir jetzt mal eben auf. Schere liegt hier bereit. Und, ah ja. Das ist, glaube ich, auch aus einer Sonderedition oder einer LE. Wie der Lip Liner gewesen. Genau. Das werde ich euch jetzt gleich mal rausholen. So, Türchen ist jetzt kaputt. So, also, das ist ein... Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen hier. Das ist ein Soft Eyeliner Waterproof in der Farbe Nummer 10. Und das ist ein Schwarz, denke ich mir. Ja, ist ein Schwarz. Und wie der Name schon sagt, ein Soft Eyeliner. Und der ist ein bisschen cremig. Wenn der noch so ein bisschen cremig ist, kann man den auch gut hier verwischen. Zeige ich euch nochmal eben. So. Und dann kann man den noch ein bisschen hier versmatschen. Wenn man jetzt unter der Wasserlinie arbeitet, also am unteren Wimpernkranz, um es smokiger zu gestalten. Ja. Ein ganz normales Schwarz kann ich immer sehr gut gebrauchen. Ich mag Schwarz unheimlich gerne. Und hier, ja, hier steht auch wieder die Beschreibung, wie man das am besten anwendet. Hier steht, tragen Sie den Soft Eyeliner Waterproof am oberen und unteren Wimpernkranz auf und verblenden Sie diesen leicht. Um eine optimale Farbabgabe zu garantieren, sollte der Soft Eyeliner Waterproof vor der Applikation des Lidschattens aufgetragen werden. Genau. Und dann steht hier wieder ein Tipp. Zum Tipp entfernen des Soft Eyeliner Waterproof eignen sich am besten die Adeko Augen Make-up Entferner Pads, ölhaltig. Da habe ich noch keine Erfahrung mit, aber ich denke mir mal, das kann ich hier auch benutzen, weil hier steht Augen Make-up Entferner für wasserfestes Make-up, Waterproof, ölhaltig. Also kann ich auch mit arbeiten, da brauche ich keine Pads für.
Finde ich super. Kann ich immer sehr gut gebrauchen. Wird jetzt in die Kiste verfrachtet. So. Denn es folgt später noch ein Schminkkörbchen-Lotto. Ich werde jetzt werde ich aber so weit raustun, die ich dann komplett immer benutze. Und dann zeige ich, und dann machen wir zusammen dieses Schminkkörbchen-Lotto, ne? Genau. Türchen tun wir wieder rein. So. Dann werden wir das mal hier eben abschminken. Ich mache das meist immer entweder mit dem Make-up-Entferner oder jetzt mit meinen Desinfektionsmitteln mache ich das auch immer ganz gerne. So. Wartet mal eben. Ich muss eine andere Seite probieren. Ist nicht einfach, ne? Also mittlerweile spiele ich auch ein bisschen mit rum. Hier sieht man das so ein bisschen durch das Tageslicht. Ja. So. So, Dille. Ja, also das war's mit meinem Türchen Nummer 21, genau. Und morgen und übermorgen, entweder schaffe ich das vor meiner Arbeit, euch das nächste Türchen zu zeigen, oder halt am Abend, also morgen zumindest, und übermorgen am 23. werde ich aber den 24. mitnehmen. Ne, an Türchen, weil ich morgen das natürlich nicht schaffe. Ich muss doch morgen, nee, Quatsch. Morgen, am Donnerstag, genau, arbeiten und deswegen schaffe ich das leider nicht. Donnerstag ist, Moment mal. Morgen ist Dienstag, ja, Donnerstag. Da zeige ich euch das letzte Türchen am 23. Somit könnt ihr euch dann komplett mitfreuen, was eigentlich am 24. Gekommen wäre. Denn, wie gesagt, ich muss arbeiten bis 4 und dann werde ich abgeholt und dann werden wir feiern. Dann bei meiner Oma. Und ja, ich muss auch noch Karten basteln. Ich muss noch restliche Geschenke einpacken. Das wird wahrscheinlich morgen übermorgen passieren. Und genau. So, meine Lieben, das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und eventuell einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann ihr meinen Adventskalender immer gerne guckt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!